Bosky, was geht, Jeremy? Welcome back, Boys, zu Tag. Fuck, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. 27, wenn ich mich nicht irre, aber ich glaube, ich irre mich. Ich bin nicht mehr sicher. Wenn 27 im Titel steht, denke, dann bin ich aber ein absoluter Macher. Dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber ich bin's einfach. Auf jeden Fall gibt heute das letzte Mal diesen Crank Pump Pro, weil das Ding ist praktisch leer. Ich weiß nicht mehr, ob es wirklich überhaupt noch für dieses Training hier reicht. Da habe ich noch maximal 1,5 Scoops. Normalerweise nehmen wir 2, ist ein bisschen scheiße, aber was sollen wir machen? Wenn es überhaupt, vielleicht ist es sogar nur einer. Ich habe ja noch so ein Zettelchen drin, aber das ist ja scheißegal. Wir haben, ja, es ist noch ein Scoop da drin, das ist voll beschissen. Egal, man kann nichts machen, was will man machen? Nee. Dazu gibt es natürlich noch trinken, ja, Dry Scoops ohne Wasser wäre ein bisschen beschissen. Heute, habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen, steht aber was anderes an. Heute steht nämlich Push an und ich habe, wie ihr das an den vorherigen Titeln alleine schon gesehen habt, habe ich davor nie Push-Pull-Legs gemacht. Ich habe jetzt einen neuen Split, den wir mal ausprobieren werden. Wir müssen gucken, wie das Ganze wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Ganze nämlich wird auch neu sein und es sind auch andere Übungen und alles drin. Also ist auf jeden Fall nicht wie die anderen Tage. Wir werden auf jeden Fall während des Trainings auch darüber reden. Aber jetzt gibt's zuerst mal Crankman Pro. Scheiße, Mann. Der zweite Scoop ist noch das geworden. Das ist irgendwie ein Achtel von einem Scoop. Ist ein bisschen beschissen und jetzt sind wir komplett leer. Dann gibt's ja heute nur einen Scoop. Pumpen wir aber trotzdem gut, weil wir davor schön Kohlenhydrate hatten. Und einfach weil ich sag, Digga. Ganz simpel. Rest in Peace, Strawberry Kiwi, würde ich sagen. Der geilste Crank Pump Pro, das Ding ist natürlich ausverkauft im Moment, weil der Geschmack einfach zu gut ist. Naja, was willst du machen? Ich habe noch einen anderen, Peach und so, gibt es halt morgen. Einerseits interessiert mich Geschmäcker zwar nicht so, aber andererseits ist halt schon geil, wenn es geil schmeckt und vor allem der Geschmack ist halt einfach unglaublich. Aber genug Gelaber, jetzt geht's rein und wir starten den Push Day nicht mal mit Brust, sondern mit Schultern. Let's go. Dumbbell Laterals. Damit starten wir rein, das Ganze Brust supported mit der Bank. Also ganz simpel, wir stehen hier hin, dann machen wir Laterals. Das Ganze machen wir aber im Supersatz mit Partial Laterals, wie auch immer man das nennen will. Einmal hier den hier dann machen, da auch nur noch den kleinen Bewegungsradius halt haben. Ist auch sehr gut für die Schultern, erwiesenermaßen. Weil man da halt dann auch noch den anderen Teil macht, also diesen Teil, also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die Hantel habt, der Bereich ist ja immer, also wenn ihr mit der Hantel, mit dem Gewicht diesen Bereich machen könnt, dann ist der Bereich immer extrem einfach, weil der Bereich ab hier ist viel schwerer. Darum machen wir, nachdem wir die ganzen gemacht haben, noch Partials, damit wir hier auch komplett in dem Bereich komplett uns wegschallern können. Das ist geil. Also machen wir. Damit starten wir rein, wir nutzen wenig Gewicht, wir haben hier die Zehner. Das einfach, damit wir es kontrollieren machen können und auch weil Chest Supported ist schwer Schwung zu holen. Also bleibt uns nicht viel anderes übrig. Ich hau hier mit meinem Pre-Mill noch irgendwie Reis in meinen Zehen. Von der Reiswaffe. Voll die unangenehme Scheiße, Digga. Was soll das? Egal, wir ballern Musik rein. Auch wenn das, was gerade hier läuft. Ist geil, Alter. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ist geil. Hier haben wir. Da, 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 bla, bla, bla. Da, da, da. So, perfekt, jetzt haben wir Musik. Okay, warte mal. Wir müssen da was ändern.
Weil der untere Bereich da ist viel zu leicht mit dem Gewicht. Da brauchen wir schwerere. Ich würde sagen, dann nehmen wir für das irgendwie 20er, 30er, irgendwas in dem Bereich. Auf jeden Fall macht es mit den Zehnern, funktioniert jetzt gar nicht. Also funktioniert wirklich nicht, weil da könnte ich 300 Reps so machen. Wie ein Pinguin, Digga. Aber mir keinen Sinn machen, wäre dumm. Daher machen wir den nächsten Satz, machen wir gleich wieder mit den hier, aber dann, wenn wir zu den Partial, wie man das nennen will, den Dropsatz kommen, nehmen wir ein höheres Gewicht. Ich muss mir überlegen, was wir nehmen. Wir probieren mal. Keine Ahnung. 20er. Ihr seht mich zwar jetzt nicht, aber ihr hört mich trotzdem. Aber wenn ihr mich nicht seht, hört ihr mich trotzdem. Und wir haben die 24er genommen. Die passen gut. Wir legen sie bereit, dass wir dann nicht viel Zeit verschwenden müssen mit irgendwie die Handeln holen, sondern aber direkt bam, 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 fertig. Jetzt steht. Okay, das war gut. War schon mal viel, viel besser als das Ganze letztes Mal. Als der letzte Satz war. Einfach wegen dem massiv erhöhten Gewicht im Dropsatz. Funktioniert so viel besser, irgendwie. Keine Ahnung, wieso ich selber da nicht drauf gekommen bin beim ersten Mal. Aber auf jeden Fall wissen wir es jetzt. Können Sie jetzt super auch richtig machen. Aber auch das Chest Support, das gefällt mir. So schön, du bist ja wirklich, wirklich schön stabil. Ja, ist geil. An dem von euch, der das noch nicht gemacht hat, give it a try. Ich sag nicht, man muss das so machen. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Muss, das mal ausprobiert zu haben. Weil dann kann man sich selber eine Meinung bilden. Kann man sich selber auch seinen Trainingsplan wie verbessern. Es gibt immer so Sachen, die nicht universell sind. Universell das ist besser, das ist schlechter. Deswegen gewisse Sachen sind auch für Person A besser als Person B sind sie schlechter. Person A sind dafür besser. Ihr wisst, was ich meine. Es ist individuell, es ist euer Training. Darum macht es einfach einen Trainingsplan irgendwo runterzuladen und so macht keinen Sinn. Natürlich, da als Grundbasis macht Sinn. Aber man sollte entweder daran selbst arbeiten oder mit seinem Coach, wenn man einen Coach hat, was natürlich sehr hilft, mit seinem Coach zusammen daran arbeiten und das Ganze an sich selbst anpassen und verbessern. Aber ja, jetzt ist noch ein Satz. Okay, wir sind durch. Weiter geht's. In klein Chest Press. Das kommt jetzt dran. Also da sind wir jetzt hier, die Maschine, die habe ich noch nie gemacht. Ich habe jetzt erstmal einen Aufwärmsatz gemacht mit einer Platte, also 20 Kilo pro Seite. Jetzt haben wir 30. Ich bin gespannt, weil man sieht es, glaube ich, ihr werdet es beim Satz auf jeden Fall sehen, der Bewegungsradius, die Bewegung ist sehr steil. Also es geht wirklich so hoch.
was mich schon praktisch an eine Schulterpresse erinnert, aber es ist trotzdem eine Brustpresse. Ich glaube, es sogar, steht sogar irgendwo, das ist eine sehr inclined Chestpresse. Ist vielleicht auch nicht, Digga, vielleicht. Ich hab dich auch. Steht da außen? Nee. Ja, vielleicht habe ich auch nur Scheiße. Aber den Satz machen wir jetzt. Okay. 12 oder so? Keine Ahnung, ich bin mir nicht ganz sicher, um ganz ehrlich zu sein. Aber eine gute Reference, ich habe sehr gut in der Brust gespürt. Für alle, die sich aber jetzt fragen, wieso haben wir das hier gewechselt? Weil wir haben davor ja Dumbbell Incline gehabt. Aus dem simplen Grund, dass wir weniger stabilisieren müssen. Die Verletzungsgefahr mindern und uns voll darauf konzentrieren können, einfach auf das Drücken. Das ist vor allem in der Diät, wo die Energie ja, auf jeden Fall sehr viel geringer ist wie im Aufbau, hilfreich. Da wirklich einfach nur Kopf aus, nicht stabilisieren, nichts, einfach nur drücken, drücken, drücken. Und die Flexibilität ist geringer, weil bei der Dumbbell kann ich gut mal in die Fresse fallen oder irgendetwas kann passieren, wenn die Kraft weg ist. Wenn da die Kraft weg ist, oh, Gewicht ist unten. Einfach taktisch gesehen schlauer, weil ich preach hier oft, Flexibilität-Risiko, bla bla bla. Ich weiß, ihr wollt die Scheiße nicht hören. Ich will eigentlich gar nicht sagen, aber es ist trotzdem ein extrem wichtiger Punkt, der euch ficken wird. Zum Beispiel jetzt, als Beispiel, Robin hat, ja, wie einige von euch wissen, jetzt eine Lungenentzündung oder so und er hat jetzt irgendwie das fünfte Mal oder so drauf trainiert. Jetzt hat er von dem Arzt bestätigt bekommen, er hat dadurch chronisches Asthma bekommen. Was ihn einfach jetzt zu einer, ich hoffe es natürlich nicht, ich wünsche ihm das Beste, ich wünsche ihm, dass das weggeht, aber was ihn zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit für den Rest von seinem Leben fickt. Einfach, weil er nicht, also wie gesagt, ich bin nicht besser, ich habe auch so Scheiße gemacht. Also ich will jetzt nicht irgendwie mich anhören, dass wäre ich so alles richtig gemacht und er irgendwie alles falsch, aber ich will ihm nur sagen, einfach weil er nicht warten hat, können wir einfach, weil er seine Gesundheit nicht vor seinen Bock drauf hat, Training durchzuziehen, gestellt hat, hat er sich potenziell jetzt für eine lange Zeit gefickt oder vielleicht sogar für immer dieses Asthma. Und das, was ich wirklich betonen will, ist auch, wovor eure Mutter, euer Vater Angst hat. Für alle, die jetzt noch nicht ins Gym gehen oder für alle, die jetzt noch hier irgendwer sind oder die dann immer noch so ein bisschen, oh, Gym gefährlich und so. Ist wirklich der Punkt, ihr müsst eure Gesundheit priorisieren, weil eure Eltern natürlich ist bei vielen sehr übertrieben und Sachen wie Fußball oder so sind viel gefährlicher. Aber trotzdem, wenn man es falsch macht und die Gesundheit nicht priorisiert, kann man sich wirklich komplett ficken. Mit allem, was man macht. Aber genau gleich eben mit Gewichtern. Ja. Das heißt aber nicht, dass man nicht hart trainieren soll. Ihr seht ja, wie ich trainiere. Das ist auch fern von irgendwie optimal scheiße. Aber trotzdem priorisiere ich meine Gesundheit. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, eine wichtige Message, die ich ein bisschen rauskriegen will. Okay, das Ganze war gut, war gut. War gut, ich spüre hier auf jeden Fall die Brust besser als bei den ganzen Sachen mit dem Kurzhanteln. Das ist auf jeden Fall, gut, da beschwere ich mich nicht. Und hat sich auch allgemein gut angefühlt, war gut. Habe auch das Gefühl, ich bin eigentlich überzeugt, das ist besser. Das ist auf jeden Fall besser. Einfach weil, wie gesagt, ich habe schon vorher gesagt, ich will mich eigentlich nicht wiederholen. Aber Stabilität.
ist so wichtig, vor allem in der Diät, weil ich einmal die Kraft nicht mehr dafür habe. Noch zusätzlich stabilisieren, bla bla bla. Aber jetzt geht es weiter zu der Übung, die haben wir schon immer im Plan. Die steht sogar, um genau zu sein, direkt gegenüber. Hier, die Brustpresse müsstet ihr eigentlich schon kennen, meine lieben Freunde. Das ist die für die untere Brust, die ich so geil finde, die ich sehr gern habe. Boah, diese Konvergation, Konvertation, oder? Glaube ich, weiß nicht. Ist geil. Und schon sind alle Platten drauf, Digga. Genau, hier wärmen wir uns auch nicht nochmal extra auf, weil die Brust ist schon komplett warm. Auch die untere Brust ist schon warm vom oberen Brusttraining. Da mache ich mir zu 100% Sorgen, dass wir uns hier aufwärmen müssen. Müssen wir nämlich nicht. Das ist sehr gut. Daher können wir da eigentlich direkt reinstarten. Aber ihr merkt, ich bin noch ein bisschen noch warm. Dann gibt es noch eine kurze Restpause. Beziehungsweise das mache ich zwischen jedem Satz. Das ist halt eine kurze Pause für die Erholung. Das machen wir jetzt. Und danach. Okay. Auch mit Partials, Alter, die Scheiße brennt gut. Das ist richtig geil. Die Partials am Ende sind auch noch so ein Key, einfach um mehr Muskel, Stress, Tension, was auch immer, auf den Muskel zu bringen, um den Muskel mehr zu ficken. Das ist richtig geil, aber dieser Satz war wieder wirklich, wirklich gut. Genau so einen machen wir jetzt nochmal. Okay, die kennt ihr natürlich auch schon. Die Nautilus Fly hier, wo wir nicht mit den Händen greifen, sondern das schön hier auf den Bizeps, also zwischen Bizeps und da Ellbogen, wie abstützen, damit wir hier nichts in den Händen haben, was dann auch noch ein limitierender Faktor sein kann, beziehungsweise der Hauptgrund bei mir ist, dass ich das in der Schulter sehr stark spüre, die normale, das ist eine, ich glaube Live Fitness müsste das sein, ja, das ist eine Live Fitness Hammer Strength, also die war mal Hammer, ich komme jetzt hier auf jeden Fall die andere Maschine, wo man normal in die Hand nimmt, wo ich halt auch hier im Gym habe, die spüre ich zu stark in meinen Schultern, beziehungsweise in die Schultern sollte man im Brusttraining gar nicht spüren, das ist, auch wenn man sie nur leicht in den Schultern spürt, ist schon schlecht. Und ich spüre so, dass ich die Übung nicht machen kann, daher machen wir die. Aber die ist geil. Was ich aber hier jetzt selber gemerkt habe, ist, ich habe hier nur 5 Wiederholungen hingekriegt mit 43, was zu wenig ist. Darum sind wir mit dem Gewicht ein bisschen runtergegangen, 6 Kilo und machen das Ganze nochmal. Diesmal mehr Reps, im besten Fall. Ugh.
10 Reps passt, perfekt, weiter geht's. Okay, gut, das war perfekt. War schön, war sauber. Aber die Übung kennen wir, die haben wir auch schon lange im Plan drin. Lateral Raises, ja, ist jetzt nichts Spezielles, ist nichts irgendwie Fancyes. Aber auf jeden Fall geil am Karl, weil man halt eine konstante Belastung über das komplette Movement hat und nicht, wie bei den Kurzhanteln, der Teil schwerer ist und man dann mit den schweren so machen muss oder irgendetwas anderes und das ist wirklich überall gleich schwer. Das appreciate ich, das schätze ich sehr an dieser Übung, das ist richtig geil. Aber, ihr habt ja gemerkt, wir haben einiges in dem Fall, also jetzt für seitliche Schulter dabei. Einfach weil seitliche Schulter nicht so groß sein kann und umso runder, umso größer die ist, umso geiler ist es. Ist halt einfach so, kann man nicht sagen. Und deswegen haben wir am Anfang auch das Ganze mit dem Dropsatz und jetzt hier nochmal zwei Sätze. Was einiges ist, aber ist auch gut. Ist gut so. Genau das machen wir jetzt nochmal. Und danach geht es zu etwas, was ich normalerweise nicht mit Brust und Schulter so zusammen mache, nämlich Trizeps. Da haben wir eine Übung, die wir schon lange haben, die Nautilus, also die Maschine da, die haben wir als erstes. Aber danach, als letzte Übung, kommt eine Übung, die habe ich noch nie gemacht. Die haben wir noch nie gemacht. Und auf die bin ich auch gespannt. Oof.
Perfekt, alle gut. Das war's mit den Maschinen-Extensions. Jetzt geht's zu der nächsten Übung, auf die ich selber gespannt bin, weil ich habe die selbst noch nie gemact. Bin gespannt, wie die sein wird, aber ich habe das Gefühl, die wird geil sein. Habt ihr nämlich auch schon beim Manuel gesehen. Und hier sind wir. Ja, sieht für ein bisschen Drittes vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber ihr habt es wahrscheinlich letztes Mal schon mitgekriegt, beziehungsweise alle, die das letzte Armtraining angeguckt haben, haben es gesehen. Ich habe Schmerzen in der rechten Seite gehabt bei den Pushdowns. Hier in der Schulter eben. Und um das zu vermeiden, haben wir hier mal wieder mehr Stabilität. Genau, wie die Übung funktioniert. Hier ist natürlich noch kein Arbeitsgewicht. Wir sind hier stabil, dass die Oberarme sich nicht bewegen. Und dann bewegen wir nur die Unterarme, beziehungsweise das Ganze. Ihr seht, wie die Oberarme stabilisiert sind, so und sich nicht bewegen. Und ja, dann bauen wir uns mit dem Einzige, was wir hier machen, ist die Übung stabiler. Und ich habe es euch schon vorher erklärt, ich halte jetzt nicht nochmal eine Rede von Stabilität, bla bla bla. Aber ja, ihr könnt euch denken, stabiler equals besser. In den meisten Fällen nicht immer, kann man nicht verallgemeinisieren, wie immer. Aber hier schon. Und man kann durch die extra Stabilität natürlich auch noch mehr Gewicht bewegen, was auch noch geil ist. Okay, das Gewicht ist schon was gut für den Arbeitssatz. Machen wir nur ein bisschen mehr. Sagen nur eins höher sogar. Ja, genau. Und dann, wenn es viele Reps sind, können wir im zweiten Satz immer noch vom Gewicht hochgehen. Die Runde ist immer unangenehm. Also ja, das war gut, Alter. Hat sich sehr gut angefühlt. Ja, geil pushen können, alles. Richtig geil. Nur, ja, war das jetzt der zweite Satz? Nicht der erste, denn der erste war irgendwie die Kamera. Irgendwie bin ich zu dumm, auf Aufnehmen zu drücken, wo der Boden los. Aber es
trotzdem geil. Also hier nur so das Wissen. Ich filme immer mein komplettes Training ab. Ich lasse nicht irgendwelche Sachen weg. Da waren zwei Sätze. Einen davon habe ich nicht aufgenommen. Ja, naja, egal. Jetzt geht's aber ans Posing. Der Pump ist geil, Trizeps ist da. Schultern, Brust. Ich habe ewig irgendwie in ein oder eineinhalb Jahr geil Push mit trainiert, so gesehen. Da bin ich gespannt auf den Pump. Aber dafür gehen wir. Ja, oder machen wir das hier? Morgen ist für Pull, glaube ich, ziehen wir uns dann lieber morgen aus. Heute ziehen wir uns mal gar nicht aus. Heute gucken wir in den Spiegel rein. Hier sind wir. Digga, Trizeps-Pump ist einfach OP. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Gehen wir ein bisschen nach vorne, weil hier besseres Licht ist. Ja, wenn wir schon die Mittel haben, dann müssen wir sie auch nutzen. Alter, Trizeps-Pump ist fett. Schultern. Was meinen wir? Sagen auch gut, aber dadurch, dass der Trizeps-Pump halt sehr gut ist, fällt der Schulterpump gar nicht mehr so auf. Und das gleiche mit Brust, würde ich sagen, oder? Ist auf jeden Fall gut. Aber Trizeps-Pump ist am Overpowern hier an dieser Stelle. Er nimmt halt das Ganze hoch. Natürlich ist auch der frischeste Pump, aber ja, Vaskularität seht ihr auch hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Man sieht es auf jeden Fall noch nicht so crazy, aber man sieht, was da auch kommen wird. Also ich probier's an, also man sieht. Ich glaube, man sieht, was da kommen wird, Alter. Da könnt ihr auch was gespannt sein. Ich bin's auf jeden Fall, Alter. Ich bin gehypt. Noch einen Doppelbizeps. Von hinten. Nee, auch hier den Trizeps. Das finde ich eigentlich auch geil, das Transition. Transition von so. Wisst ihr, so? Bam! Ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Jetzt muss ich hier, steht noch die Bank rum, die ich gerade hier hingestellt habe. Für die Übung, das ist ja natürlich noch verräumt. Und dann geht's nach Hause. Oh, war ein gutes Training. Muss mich natürlich jetzt noch an den neuen Plan und so gewöhnen. Ich bin gespannt auch, wie das Ganze sein wird. Ob vom Progress wir eher sagen, ey, das funktioniert jetzt besser als der alte oder seht ihr ja schlechter, müssen wir natürlich wieder zurück switchen, ist klar. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Journey, aber wir haben jetzt noch ungefähr 10,5 Wochen bis zum Wettkampf, also es ist nicht mehr so lange, Alter. Ich würde euch allen noch empfehlen, folgt mir auf Insta rein, weil in der Story gibt es immer morgendlichen Formcheck, also einfach so, noch Vakuum, also es ist auf jeden Fall geil, würde ich euch empfehlen, reinzuschauen, vor allem Stories zu gucken. Aber ja, an dieser Stelle war's das. Haut rein mit der Hand. Peace out.